Hallo Community, ich bin's, der Micha von Trader Online Video. Ja, es ist endlich soweit. Innistrad Blutroter Bund steht vor der Tür und in diesem Video öffne ich ein Pre-Release-Pack und baue mir ein Deck. Viel Spaß! Nein. Da wollte ich schon zucken, aber das ist ja das andere Video. Nein, hier liegt schon. Ne, ich freue mich mega drauf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, selten ein Magic-Set gehabt. Und ich habe schon viele gesehen, auf das ich mich so sehr gefreut habe, wie auf Innistrad Blutroter Bund. Einfach, weil ich auf Vampire stehe, wie viele von euch auch. Wir haben in den News schon die Rares und Mythics besprochen. Dann haben wir schon ein Set-Booster-Display geunboxed und da könnt ihr auch gerne nochmal reinschauen, denn dann seht ihr auch die vielen grafischen Varianten, die mich persönlich total abholen, denn es gibt Vampir-Fang-Kartenrahmen und so weiter und so weiter. Richtig, richtig cool. Julian hat auch schon sein Pre-Release-Deck gebaut und Pack geöffnet. Da ist auch eine Verlosung dabei, wie bei allen anderen Unboxings auch. Also es lohnt sich da auch mitzumachen, mitzuschauen und zu kommentieren. Also liked und kommentiert und abonniert da entsprechend immer gerne fleißig. Und das Highlight bei dem Pre-Release-Pack ist, es ist ein sehr, sehr gutes Package, das ihr euch auch nach Hause holen könnt. Denn aufgrund der Pandemie gibt es immer auch ein Pre-Release-at-Home-Kontingent. Das heißt, dass wir euch diese Pre-Release-Packs, oh, die Rückseite ist auch sehr schick, auch nach Hause senden dürfen, dass ihr einfach dann zu Hause spielt. Ne? Denn es ist eine sehr runde Sache. Zum aktuell sehr fairen Preis. Die Hochzeitskarte, sehr schön. Ne? Es geht ja um eine Vampir-Hochzeit. Hier noch eine kurze Info, wie man ein Deck baut. Kriegt man halt zum einen den Würfel. Dann gibt es 6 Booster. Aber, und natürlich nochmal entsprechend die Box, wo man alles gut aufbewahren und transportieren kann. Es gibt immer nochmal eine Extrakarte oder Extrakarten. Müssen wir nochmal reingucken. Und es gibt noch einen Magic Arena Code. Guck mal, unten noch einen Trenner. Boah, richtig gut. Den Trenner ist auch wieder noch mal richtig cool mit Fledermaus und so, dass man also das Deck auch transportieren kann. Ne, entsprechend finde ich richtig gut. Ja, hier ist der Arena Code. Das heißt, ihr könnt schalte mit diesem Code 6 Innistrad Blutroter Bund Booster in Magic the Gathering Arena frei. Auch nochmal richtig cool. Da hat man praktisch das haptische und das virtuelle, ne, auch nochmal abgeholt. Also ein sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und halt zu den 6 Boostern haben wir noch dieses Päckchen. Achtung, diese Packung ist vollständig recycelbar. Da geht also Wizards auch immer in die Richtung. Und hier haben wir dann nämlich die Premium-Karte. Bin ich immer sehr gespannt. Oder mehrere Karten. Das machen sie auch immer besser. Oh, ich habe nicht den Suchy-Markov. Rootstein der Alte. Hier mit Datumstempel 2021. Für ein Infoil. Für ein grünes, ein schwarzes und ein beliebiges Mana, legendärer Menschgesinde, Stärke 1, Widerstandskraft 4. Wenn Rootstein der Alte ins Spiel kommt oder zu Beginn deines Versorgungssegments, millst du eine Karte. Falls auf diese Weise eine Länderkarte gemillt wird, erzeugt einen Schatzspielstein. Falls auf diese Weise eine Kreaturenkarte gemillt wird, erzeugt ein 1-1 grünes Sekreaturenspielstein. Falls auf diese Weise eine Karte, die weder eine Kreatur noch ein Land ist, gemillt wird, erzeugt einen Blutspielstein. Dann habe ich hier entsprechend bestimmt auch noch Spielsteine dabei. Tag, Nacht brauchen wir immer noch immer Werwölfe. Eine Platzhalterkarte. Okay, mehrere Platzhalterkarten, weil wir ja doppelseitige Karten haben. Ne? Aber wir spielen ja mit Hüllen, also insofern. Jetzt muss ich noch gucken, dass wir noch Blutspielsteine bekommen. Die sind ja auch noch mehr gut. Wir haben ja in dem Set haben wir ja Vampire, Werwölfe, Geister, Menschen. Ist eigentlich von allem was mit dabei. Und jetzt geht es ums Bombenöffnen. Wir werden uns ja mit den Decks, die wir jetzt bauen, Jenna wird sich ihr Deck auch noch bauen, werden wir uns ja noch duellieren. Da könnt ihr sonntags immer mit dabei sein auf Twitch, Trader Online Video. Ab 14 Uhr sind wir da live und dann entsprechend dieses Wochenende mit den Pre-Release-Deck-Duellen. Und ich öffne dann, ich lege mal hier mal ein bisschen alles an die Seite und öffne es mal so, dass ich jetzt erstmal nach Farben sortiere. Denn beim reinen Öffnen geht es erstmal um die Bomben, die man sieht. Also sprich, ich teile das hier alles mal, ich lege das mal da rein, ich teile das mal alles so nach Farben auf, dass man es sehen kann. Und dann hier haben wir Multicolor und dann gucken wir mal, also hier habe ich praktisch schon mal die erste Bombe, ne, aber da bin ich auf Schwarz-Grün schon mal. Julian konnte ja nicht bei sich halten, hat gesagt, dass er tatsächlich dreifarbig spielt, weil er aus sieben Rares und Mythics hat man ja in der Regel, 6 Rares und oder Mythics verbaut hat. Ach, die Länder, ich liebe sie. Ne? Richtig schick. So. Und ein Menschentoken. Und nochmal eine Platzhalterkarte.
So, wo ist meine Rare-Karte? Da. Gastfreundliche Vampire. Da bin ich natürlich wieder in der nächsten Farbe drin. Für ein weißes und zwei Mana, 2/3 fliegend. Immer wenn ein oder mehrere andere Kreaturen mit Stärke oder zwei oder weniger unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Diese Fähigkeit wird nochmal pro Zug ausgelöst. Das ist eine absolute Macht. Das ist in dem Format eine richtige Bombe. Zum einen, weil es geht immer um starke Kreaturen oder starke Kreaturen-Zerstörungssprüche und Extra-Fähigkeiten. Und der Kampf über die Luft, weil es nicht so viele fliegende Kreaturen in dem Format gibt, ist schon mal sehr, sehr stark. Und die gastfreundliche Vampirin ist in diesem Set richtig gut, weil sie bringt noch Card-Draw mit. Ne? Und generell habe ich hier auch schon die Vampirjägerin liegen. Das heißt, immer wenn die Vampirjägerin einem Vampir Schaden zufügt, zerstöre ich eine Kreatur. Ist auch schon mal sehr, sehr gut in diesem Set. Weil es natürlich sehr viele Vampire gibt. Aber eigentlich möchte ich ja lieber mit Vampiren spielen als gegen Vampire. Mal gucken. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir so ein bisschen beides. Dass mein Clan gegen die anderen Clans läuft oder so. So, weiter verteilen hier. Also. Merken wir uns mal. Ich lege mal die Rares hier oben extra hin. Was wir dann so haben. Ein Zeremonialmesser. Als Artefakt. So, Geisterspiel ist natürlich, also das Set hat mich schon so dermaßen abgeholt. Und noch ein Feuilland, guck mal. Aber erstmal die Rare-Karte ist das Puppenhaus der Schrecken. Für 5 Mana ein Artefakt, für 1 Mana schicke eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof ins Exil. Erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie der ins Exil geschickten Karte ist. Außer, dass er zusätzlich zu seinen anderen Typen ein 0-0 Konstrukt-Artefakt ist und diese Kreatur hat +1/+1 für jedes Konstrukt, das du kontrolliert hast. Er erhält Eile bis zum Ende des Zuges, aktiviert diese Fähigkeit wie eine Hexerei. So. Konstruktartefakt. Ja, okay, ich habe ja nur ein Konstrukt, also ist es dann praktisch eine 1-1er, aber mit der Fähigkeit. Wo ich mir dann immer nochmal Puppen machen, weil sehr wahrscheinlich werde ich nicht mehrere Konstrukte spielen. Liegt mal zu den Rares. Länder, finde ich sehr schick, vor allen Dingen natürlich in Foil. Ne? Das ist natürlich ein sehr schöner Booster, wenn man die Länder in Foil sieht. So oft hat man die ja auch nicht. Ein Insektentoken, Platzhalterkarte. So, das macht allein schon... Also schaut euch gerne nochmal das Set-Booster-Display-Unboxing an. Es macht so einen Spaß, die Karten durchzugehen, weil die können auch alle so viel. Man kann da so viel Zeit mit verbringen, so viel Spaß mit haben, in so viele Richtungen bauen. Weil natürlich auch dadurch, dass Magic angefangen hat, auch die Kartenrückseiten zu bedrucken, die Karten alle mehr können. Ne? Also das ganze Spiel wird natürlich auch deutlich komplexer dadurch. Ich freue mich aber auch schon sehr auf die Commander-Decks, die kommen ja auch noch. So, hier haben wir wieder ein Beispiel für Sketched Art. Ne? Entsprechend auch nochmal und dann auch hier in Etched Foil. Dorothea, rachsüchtiges Opfer. Da haben wir wieder eine Geisterkarte. Da wären wir schon bei Weiß-Blau jetzt hier. Fliegend 4/4. Wenn Dorothea rachsüchtiges Opfer angreift oder blockt, opfere sie am Ende des Kampfes. Aber sie hat Aufstören. Dann kommt sie also für 3 Mana wieder. Als Dorotheas Rache verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat immer, wenn diese Kreatur angreift, erzeuge einen getappten und angreifenden 4/4 weißen Geistkreaturen-Spielstand mit Flugfähigkeit. Opfere den Spielstand am Ende des Zuges. Falls Dorotheas Rache von irgendwo auf einen Friedhof gelegt würde, schicke sie stattdessen ins Ziel, also wenn die Kreatur dann zum Beispiel stirbt. Aber richtig böse, also die will ich auf jeden Fall auch spielen. Jetzt bin ich also schon definitiv bei Weiß. Ein Gebirge. Wildschwein-Token. Den werde ich sehr wahrscheinlich nicht brauchen. Platzhalterkarte. Ja. Richtig cool. Und das wird auch so ein... Sie haben auch sehr, sehr starke Gegenkarten reingebracht. Also wirklich gegen die anderen Stämme. Das ist natürlich nachher dann beim Constructed-Deckbau auch nochmal sehr, sehr spannend. Wir werden ja weitergehend... natürlich auch die Commander-Decks spielen. Wir werden aber auch wieder Einsteiger-Decks bauen, wo wir nur aus den gewöhnlichen Karten uns Decks bauen, damit es also nach dem Motto Magic-Spiel muss nicht teuer sein. Und dann entsprechend immer mit 2 Farben kombiniert. Also zum Beispiel Schwarz-Weiß oder Weiß-Blau oder keine Ahnung was. Ne? So, ausgraben. Jetzt bin ich bei Grün schon wieder. Für ein grünes Mana, Hexerei. Abspalten. Schwarz-Grün. Ein grünes, 2 Schwarze und 1. Ja, dann kann ich diesen Zauberspruch für seine Abspaltkosten wirken. Falls ich das mache, entferne ich den Text in eckigen Klammern. So, für ein grünes wird er sagen, durchsuch deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, zeig sie offen vor, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Wenn ich es abgespaltet spreche, dann sagt er einfach nur, durchsuch deine Bibliothek nach einer Karte, nimm sie auf deine Hand und mische danach. Das ist natürlich dann sehr stark, das holt mir einfach meine Combo auf die Hand. Aber es sind genau die beiden anderen Farben. Das will man natürlich jetzt nicht unbedingt haben.
ne, dass man sich da dann irgendwie entscheiden muss. Und man kann natürlich auch richtige Bomben öffnen. Also ich finde hier Dorothea, also Weiß und Weiß-Blau ist auch schon eine starke Farbkombination. Mal gucken. Ach, die Rares wollte ich hier oben hinlegen. So, da geht's hin. So. Und es geht natürlich nachher auch noch mal ein bisschen um die gewöhnlichen, ungewöhnlichen Karten. Die sind auch sehr, sehr stark. Hier Blutzehenantreiber Schwarz-Rot bin ich bisher noch gar nicht drin. Ja, lege ich mal hier zu den Multicolor. Hier kommt Multicolor hin. Spinne, Geist. Oh, ist mir wieder in Grün. Friedhofsstreuner. Auch eine Mythic Rare. Richtig gut. Für zwei Grüne und eins. 3-4. Wolf mit Wachsamkeit. Das heißt, er tappt nicht beim Angriff. Und immer, wenn der Friedhofsstreuner ins Spiel kommt oder angreift, schicke eine Karte aus einem Friedhof ins Exil. Das ist sehr, sehr gut, weil wir natürlich, weil alle viel mit dem Friedhof spielen, weil wir jetzt zum Beispiel diese Aufstören-Fähigkeit haben. Ne? Zaubersprüche, die du wirkst, kosten beim Wirken für jeden Kartentyp, den sie mit den vom Friedhofsstreuner ins Exil geschickten Karten gemeinsam haben, eins weniger. Das ist natürlich auch gut. Das heißt, wenn ich eine Hexerei weggeschickt habe oder so, dann wird die Hexerei dann für mich ein günstiger, ne? Und so weiter und so fort. Da muss ich dann wirklich gucken, was die anderen Farben nachher können. Hier, Vollkarte, darf auch nicht fehlen. Ein Wolf-Token, juhu. So. Letzter Booster. Oder letztes Booster-Pack. Ach, bisher genau in zwei Farbwelten. Das ist natürlich ein bisschen schade. Gucken wir mal, was wir so können. Weil es gibt ja auch von den anderen richtig Druck. Muss man ja auch mal sagen, also die werden richtig hart Druck machen, das hätte so stark. Ne? Auch die gewöhnlichen, ungewöhnlichen Karten, die sind so heftig. Oh, jetzt bin ich noch in Rot. Alle Farben dabei. Wolfsreiterin aus Kessig. Für ein rotes 1-2 Menschritter bedrohlich. Für ein rotes und 2 Mana schicke 3 Karten auf seinem Friedhof ins Exil. Erzeuge ein 3-2 roten Wolf-Kreaturen-Spielstand. Ist natürlich schön, aber lieber wäre es mir ein bisschen anders gewesen. So, hier haben wir einen Blutspielstein. Da, ne? Artefakt. Blutspielstein-Artefakt für Tappen, wirf eine Karte ab und ein Mana bezahlen, wirf eine Karte ab, opfer diese Artefakt, ziehe eine Karte. Kann man bestimmt richtig böse Fax mitmachen. Ich denke, das wird später nachher mein Constructed Main Deck werden. So, aber jetzt gehen wir mal in die Farben rein. Tokens legen wir mal an die Seite. Wir haben also einen Platz, ne? Länder, alle schick, schick, schick. Das wertet die Booster ja auch nochmal auf. Also ich finde die so schön, muss man ganz ehrlich sagen. Es holt mich voll ab. So, dieses Düstere gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, aber jetzt sind wir natürlich von den Karten, sind wir komplett gemischt. Hier haben wir noch eine Aasbrutspinne in grün-blau. Das wäre also nochmal eine Farbmix, den wir bisher noch nicht haben. Und wir haben den Blutzehnteintreiber unter schwarz-rot als ungewöhnliche Karte. Alles nicht so, dass in die Richtung, wir brauchen halt auch eine stabile Richtung. Ne? Zeremonialmesser, so sagt die ausgerüstete Kreatur, hat +1/+0 und hat immer, wenn diese Kreatur Kampfschaden zufügt, erzeugt einen Blutspielstein. Finde ich schon mal gut. Weil wir damit entsprechend ja sagen, wir können Karten, die wir nicht mehr brauchen, abwerfen, um eine Karte zu ziehen. Also das ist schon mal, das werde ich sehr wahrscheinlich spielen. Mal gucken. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen schauen, ich lege das mal hier oben aus, wie wir denn zueinander kommen von den Farben her. Also welche Überlegung haben wir denn? Wir haben eine rote Karte, die Wolfsreiterin, haben unter grün den Friedhofsstreuner, der natürlich super ist, für 3 Mana, 3-4, richtig Bombe und ausgraben. Das heißt, wir können uns entweder ein Land holen oder wenn wir es mit Schwarz spielen, also da wären wir entsprechend, dann kann ich mir die Karte, zum Beispiel den Friedhofsstreuner, auf die Hand holen. Wie auch den Rotstein, den alten, ne, der ja 1-4 ist für 3 Mana, auch gut ist. Und der bringt mir ja immer was. Ne, der mildt mir meinen Friedhof voll und ich kriege immer, entweder einen Touchspielstein, also Mana praktisch, den ich, das ist ein Artefakt, das ich für Mana wegopfern kann, oder ich kriege einen 1-1 Insektkreaturen-Spielstein, der auch schon wieder einfach was blocken kann, oder ich kriege halt einen Blutspielstein und der hat halt 1-4. So, Puppenhaus haben wir noch. Das heißt, wenn da was im Friedhof ist, kann ich es ins Exil schicken, erzeuge einen Spielstein, der eine Kopie der ins Exil geschickten Karte ist, außer dazu, dass ich so ein Konstrukt ist. Diese Kreatur hat +1/+1, für das Konstrukt, das kontrolliere, ist also dann selber ein Konstrukt, kriegt schon mal +1/+1 und hat aber alle Fähigkeiten, ja, was da ins Exil geschickt wurde. Genau, ne? Ja. Erzeuge eine Spielstein, eine Kopie, ja genau, der ins Exil geschickten Karte ist, ja genau. So, aber Weiß holt mich eigentlich mehr ab. Das ist ein bisschen straighter mit der gastfreundlichen Vampirin. Die ist einfach mit 2-3 fliegend einfach für sich alleine schon sehr, sehr gut, weil immer, wenn ein oder mehrere andere Kreaturen mit Stärke oder 2 unter deiner Kontrolle ins Spiel kommen, ziehe eine Karte. Das ist ein Winner. Ne? Die Fähigkeit nur einmal pro Zug, egal. Finde ich richtig gut. Dorothea finde ich auch richtig gut. Da bin ich natürlich unter Weiß-Blau jetzt geparkt, aber es ist ein 4-4er.
der dann nachher entsprechend mir 4-4er Tokens machen kann. Also 4-4er Token machen kann, der immer mit angreift. Auch fliegend. Ne? Also immer, wenn die Kreatur angreift, erzeugt einen getappten, angreifenden 4-4 weißen Geistkreaturen, spielt mit Flugfähigkeit. Opfer, dann spielst du am Ende des Kampfes. Egal. Das ist einfach eine Macht. Für 2 Mana 4-4 im Sealed-Format hinlegen, boom, hat der Gegner erstmal ein Problem, ist erstmal ausgebremst. Deswegen bin ich auch tatsächlich jetzt erstmal bei Weiß-Blau, weil mir das eigentlich besser gefällt. Aber die anderen Farben gucken wir uns gleich auch noch an. Rot ist eigentlich raus, weil sonst wird es hier auch zu instabil werden. Wir gucken mal. So, was haben wir denn unter Weiß-Blau? Also Kreaturen und Kreaturenentfernung ist wichtig. Ne? Gütige Vorfahren und generell hier auch natürlich immer, wenn eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger unter deine Kontrolle ins Spiel kommt. Ne? Gütige Vorfahren, Lebensverknüpfung 2-3 und mit Aufstören für 2 Mana kommt sie als verzauberte Kreatur zurück, die Lebensverknüpfung hat. Finde ich auch super. Also als Kreaturenverzauberung kommt sie zurück. Ne? Die anderen packe ich mal hin, ein bisschen höher gehen. Ja. Hier. Sprengelwächterlehrling 1-2 mit Training, das ist auch eine neue Fähigkeit. Immer wenn diese Kreatur zusammen mit einer stärkeren Kreatur angreift, legt eine +1/+1 Marke auf diese Kreatur, dann wird die also entsprechend stärker. Wenn der Sprengelwächterlehrling stirbt, lege seine Marken auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Richtig böse Karte, richtig böse gewöhnliche Karte. Ne? Also zweite gute weiße Karte. Doppelklingengeist. Für ein weißes und 1-1-1 Doppelschlag. Das heißt, der macht einmal Erstschlagschaden und dann nochmal seinen regulären Schaden hinterher. Und die sind ja vorne auch alle klein jetzt hier bisher. Ne? Das heißt, die triggern alle die gastfreundliche Vampirin. Aufstören für 3. Die verzauberte Kreatur Doppelschlag. Ja, perfekt. Ne? Okay, alles cool bisher. Stärken der Präsenz. Verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hat immer, wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, gilt diese Kreatur +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Wenn die stärkende Präsenz ins Spiel kommt, erzeugt ein 1/1 weißen Geist Kreaturenspielstand mit Flugfähigkeit. Alles cool. Ich habe nur trotzdem noch ein bisschen Angst vor den Werwölfen, weil die Werwölfe sind einfach nur stark. Ne? Vampire übrigens auch. Aufgeschreckter Zeuge. Ein weißes und 1. Menschgesinde 2-2. Immer wenn der aufgeschreckte Zeuge oder eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Das ist gut. Ich kriege also dann Lebenspunkte. Zu Beginn des Endsegments und falls du in diesem Zug 3 oder mehr Lebenspunkte dazu erhalten hast, ich habe hier schon mal Live-Link hier, transformiere den aufgeschreckten Zeugen. Dann ist er 3-5er Mensch-Räuber. Immer wenn der kichernde Überkälter, immer wenn er oder eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, gilt sein Lebenspunkt dazu. Und für ein schwarzes und 1, der kichernde Übeltäter erhält Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Könnte ich trotzdem spielen, weil ich ja hier drüber auch. Ach, das war hier mit den Schätzen, ne? Ja, okay. Müssen wir gucken, wie wir an das schwarze Mana rankommen würden, wenn wir es denn spielen. Sigardas Gefangenschaft. Für 3 Mana, die verzauberte Kreatur kann ich angreifen oder blocken. Perfekt. Ne? Verzauberte Kreatur, das haben wir. Das erste Removal. Reinen Reihersegengeist. Für 5 Mana 3-3 fliegend. Für 4 Mana schicke ich den Reihersegengeist aus deinem Friedhof ins Exil. Erzeuge 2-1-1 weiße Geist. Kreaturenspielstand mit Flugfähigkeit. Aktiviere die Fähigkeit nur, falls du eine Verzauberung kontrollierst und nur wie eine Hexerei. Aber Verzauberung haben wir ja nachher entsprechend, wenn die Kreaturen gestorben sind und dann wiederkommen. Sündenreinigung. Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Du hast 3 Lebenspunkte dazu. Ja, auch gut. Ollenbrock-Eskorte für ein weißes. Wachsamkeit, opfer die Ollenbrock-Eskorte eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst und auf der eine +1/+1 Marke liegt, erhält Lebensverknüpfung und Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Marken legen wir bislang noch nicht. Doch ein bisschen, ne? Ne, noch nicht wirklich. Ne? Kreis der Gefangenschaft. Verzauberung, wenn der Kreis der Gefangenschaft ins Spiel kommt, schicke eine Kreatur deiner Wahl mit Mana-Betrag 3 oder weniger, die einen Gegner kontrolliert, ins Exil, bis der Kreis der Gefangenschaft das Spiel verlässt. Immer wenn ein Gegner einen Vampirzauberspruch mit demselben Namen wie eine vom Kreis der Gefangenschaft in Exil geschickte Karte wirkt, erhält zu 2 Lebenspunkte dazu. Das ist also richtig nochmal hart gegen Vampire. Zweites Removal. Unheiliger Offiziant. Für ein weißes 1-2 Wachsamkeit und für 5 Mana lege eine +1/+1 Marke auf den unheiligen Offizianten. Die sind alle ein bisschen kleiner hier, ne? Stärkende Präsenz nochmal. Immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, hält diese Kreatur +1/+1 des Zuges. Wenn die ins Spiel kommt, erzeugt ein 1-1-weißen Geistkreatur und spielt bestimmt mit Flugfähigkeit, ja? Mal gucken, ob wir noch irgendwas verstärken können. Die sind alle noch ein bisschen schwach. Droxol-Infanterie 2-2, aufstören für 4. Verzauberte Kreatur hält +2/+2. Ja, aber wir können halt alle Karten doppelt spielen, ne? Das macht uns natürlich auch nochmal stark. Hexenorch-Täuscherin, tappe eine Kreatur deiner Wahl, allerdings für 5 Mana. Sonst ein sehr guter Effekt, aber die kommt natürlich sehr, sehr spät, hat dann 2-5, aber die ist dann mit denen, aber die Vampirjägerin ist dafür sehr gut. Ne? Für 2 Mana 2-2, immer wenn sie einem Vampir Schaden zufügt, zerstören ihre Kreatur. Wunderbar. Dommelgreifreiter, für 3 Mana 2-1 fliegend mit Training. Immer wenn sie mit einer stärkeren Kreatur angreift, kommt ein +1/+1 Mark auf sie. Finde ich super. Also Weiß ist schon gut.
gefällt mir schon sehr viel von. Und zweifarbig ist natürlich auch wieder besser als irgendwie dreifarbig. Wir gucken aber nachher mal, was wir unter Schwarz-Grün machen können. So, unter Blau. Leichenflicker-Assistent, Zombie, 3-2, ausschlachten. Wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur opfern. Wenn der Leichenflicker-Assistent eine Kreatur ausschlachtet, wenn der Held sich 1, dann ziehe dann eine Karte. Alchemistische Rückholung, abspalten für 2. Bring eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist und die du kontrollierst, oder für abspalten für 2 Mana generell, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Wäre praktisch schon mal ein kleines Removal. Unterbinden, neutralisiere den Zauberspruch deiner Wahl, es sei denn, dein Beherrscher bezahlt X. Ja, und dann wird er Exiled. Furcht vor dem Tod. Verzaubert eine Kreatur. Wenn die Furcht vor dem Tod ins Spiel kommt, millst du 2 Karten. Die verzauberte Kreatur hält minus x minus 0, wobei x gleich der Anzahl der Karten in deinem Friedhof ist. Ja, bin ich nicht so ein Fan von. Die ist natürlich, schwächt ein bisschen ab, aber hilft nicht dauerhaft. Stahlpanzergeist. 3-3 Verteidiger. Immer wenn eine Verzauberung unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann der Stahlpanzergeist in diesem Zug angreifen, als ob er nicht Verteidiger hätte. Das ist dann, aber der hat aber keinen Flieger. Schade. Lunare Zurückweisung. Für 2 Mana Spontanzauber mit Abspalten. Hier bringe eine Wolf- oder Werwolf-Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ziehe eine Karte. Sehr gut in dem Set. Sehr gut gegen Julian. Ne? Oder für 4 Mana halt generell bringe eine Kreatur deiner Wahl auf die Hand ihres Besitzers zurück. Ziehe eine Karte. Das ist immer sehr, sehr gut, weil das wirft den dann wirklich zurück. Wiege der Sicherheit. Für 2 Mana aufblitzen. Verzaubert eine Kreatur, die du kontrollierst, immer, wenn die Wiege der Sicherheit ins Spiel kommt, erhält die verzauberte Kreatur Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Das heißt, sie kann nicht Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein, die deine Gegner kontrollieren. Die verzauberte Kreatur hält +1/+1. Das ist auch okay. Grausamer Zeuge, Fliegen, 3-3, das ist wieder besser. Immer wenn du ein Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, schau dir die oberste Karte in der Bibliothek an, du kannst sie auf deinen Friedhof legen. Werbau ist gar nicht mal so schlimm, weil ich dann noch Aufstören-Sachen spielen kann. Ne? Bilumes Ei. Bio-Lumes Ei. Ein blaues und 2-0-4 Verteidiger. Wenn es ins Spiel kommt, wenn hält sich 2 an, das heißt, darf man die obersten beiden Karten angucken in meiner Bibliothek und entscheiden, ob sie oben drauf oder unten drunter kommen. Wenn du das Bio-Lume Ei opferst, bringe es zu Beginn des nächsten Endsegments, transformiert unter der Kontrolle seines Besitzers ins Spiel zurück. Also, wenn ich es irgendwie opfere, dann muss ich also irgendwo reinopfern. Aber ich habe jetzt hier nichts, um reinzuopfern, bislang in dem Deck. Ne, dann wäre es ein 4-4er Schlange. Okay, gut, ja. Zusammengefügter Lanzenträger, 3-3. Zombie-Pferd für 1 Mana. Schick als zusätzliche Kosten, um den Zauberspruch zu wirken, eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof ins Exil. Und für 4 Mana schicke den zusammengefügten Zombie-Lanzenträger aus dem Friedhof ins Exil, ziehe eine Karte. Archivskarb für 4 Mana, 3-3 ausschlachten, also wieder eine Kreatur opfern. Das klappt übrigens auch ganz gut, weil natürlich die weißen Kreaturen dann anfangs sehr schwach sind. Die kann ich dann ganz gut wegschlachten. Und dann habe ich ja immer noch die... Weil die Kreatur kommt dann in den Friedhof, dann habe ich immer noch die Verzauberung, die ich dann wieder mit Rückholkosten dann entsprechend sprechen kann. Ne? Wenn der Archivskarb eine Kreatur ausschlachtet, bringe eine Spontanzauber- oder Hexereikarte deiner Wahl aus deinem Friedhof deine Hand zurück. Ja, okay. Elende Schar für 2 Mana, 2-1 Zombie-Schrecken. Wenn Elende Schar stirbt, kannst du deine Bibliothek nach einer Karte namens Elende Schar durchsuchen, sie auf dem Vorzeichen auf deine Hand nehmen und mischen. Sturmjägersgeader fliegend 2-1. Wenn du das Ziel eines Zauberspruchs wirst, den du kontrollierst, ziehe eine Karte. Das ist auch sehr gut. Zerstreute Gedanken, schau die obersten 4 Karten der Bibliothek an, nimm 2 davon auf deine Hand, legen den Rest auf deinen Friedhof. Und ein Wanderlichtgeist, 2-3 fliegend, kann nur fliegende Kreaturen blocken. Aber der kann einfach angreifen. Okay, also Weiß-Blau finde ich schon sehr stabil. Ich glaube, ich bin auch auf Weiß-Blau. Aber wir gucken uns nochmal eben ganz kurz die anderen Sachen an. Ich lege das mal hier schon mal kurz an die Seite. Denn dann müssten jetzt natürlich, also Weiß-Blau hat ziemlich schöne Synergien, vor allen Dingen habe ich einfach nochmal wirklich die beiden, das sind wirklich sehr, sehr gute harmonierende Rare-Karten. Da können wir was drauf aufbauen. Ne? So, aber Schwarz-Grün. Ich bin aber, glaube ich, eigentlich bei den anderen zur Naturberührung. Also, weil ich weiß ja, viele werden einfach über den Boden kommen und Weiß-Blau ist schon stark. Also ich müsste jetzt hier so starke, ungewöhnliche Karten haben. Der Bodenkampf ist gegen die ganzen Werwölfe schwer zu gewinnen. Da kann ich, glaube ich, auch wirklich besser mit Weiß dagegen halten. Es sei denn, ich ziehe jetzt hier wirklich nochmal durchgehend Bomben. Ich will auch nicht noch ohne Werwölfe spielen. Ich glaube, ich bin wirklich bei Weiß-Grün. Spielt sich dann halt einfach anders. Wenn ich viele kleine Sachen spreche, gerade mit dem Karten nachziehen und so, dann habe ich auch wieder den Vorteil, dass es dann ja wieder Tag wird. Ne? Denn bei Nacht muss, damit es Nacht vom Tag zum Nacht wird, muss der Werwolf-Spieler eine Runde lang nichts machen.
Und ich spreche eigentlich immer irgendwas. Ja, okay, es ist entschieden. Ja, komm, nicht irgendwelche Bomben. Ist natürlich schade, dass ich die Karten jetzt nicht spielen kann. Man kann natürlich entsprechend dann besser ziehen. Aber schön ist ja, dass ich mit meinen anderen Karten sehr zufrieden bin. Und ich bleibe auch zweifarbig. Man könnte überlegen, ob man noch splashen will, ob man noch eine dritte Farbe reinnehmen will. Aber dann wird das Deck natürlich auch sehr ruhig. Na, das heißt, dann könnte man entsprechend eventuell auch einfach schlecht Mana ziehen, denn wir bauen es ja nur ein 40-Karten-Deck. Das heißt, wir nehmen 24 Spielkarten und 16 Länder. Lege ich dann mal aus. Ne? Mal gucken. Also ich mache immer Mana-Kurve hier oben. Ne? Das war, sagen wir so, ein Mana, zwei Mana und so weiter. So, das heißt, entsprechend mein rachsüchtiges Opfer, mein 4-4 Flieger ist da. Auf jeden Fall die gastfreundliche Vampirin. Und dann fangen wir mal mit Weiß an. Ach, ich habe ja noch den Blutspielstein. Lässt mir auch noch Karten ziehen. Ja, das ist auch gut. Ja, auf jeden Fall spielen wir das Zeremonialmesser. Ne, als Kreaturenverstärkung ist ja eine Ausrüstung. Das heißt, ich kann meine ganzen kleinen Kreaturen über die Luft kommen, können die immer plus 1, plus 0 bekommen. Das ist immer schon sehr schön. Und immer wenn diese Kreatur Kampfschaden zufügt, erzeuge ich einen Blutspielstein. Das heißt, der Blutspielstein ist auch nochmal eine Stärke für mein kleines, günstiges Deck, dass ich eine Karte abwerfe, zum Beispiel Länder, die ich nachher nicht mehr brauche. Opfer das Artefakt, ziehe eine Karte, ne, dass ich einfach schneller werde. So, gut. Sigardas Gefangenschaft, haben wir gesagt. Das ist auf jeden Fall ein Creature Removal. Die kommt auf jeden Fall rein. Ja, kann man so ein bisschen hinlegen, dass man alles gut sehen kann. So. Dommelreiter Greif. Fliegend Training. Super Karte. Wollen wir auf jeden Fall spielen. Vampirjägerin, keine Frage. Die muss auf jeden Fall rein. Hexenhochtäuscherin, die ist zu teuer für 2,5. Droxkull Infanterie 2,2. Aufstehen, Geistersoldat, kann aber sonst nichts. Das heißt, den legen wir erstmal auf die Halde. Aber die verzauberte Kreatur hat +2/+2. Aufstehen, Kosten wären dann 4. Der kommt schon in die engere Auswahl. Stärkende Präsenz gibt einer Kreatur. Die verzauberte Kreatur, immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält diese Kreatur +1/+1 des Zuges. Finde ich eigentlich ganz nice. Mal gucken, wie viel Platz wir noch haben, weil ich kriege ja noch einen 1-1 Geistflieger. Aber auch halt nur 1-1. Ne? Mal gucken. Leg's erstmal an die Seite. Ein 1-2er mit Wachsamkeit. Gehe ich auch nochmal an die Seite. Nehmen wir erstmal nur das rein, was wir auf jeden Fall spielen wollen. Ja? Ollenbrückwurst-Korte, Wachsamkeit 1-1. Können wir opfern. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst und auf der eine +1/+1 Marke liegt. Erhält Lebensverknüpfung und Zerstörbarkeit des Zuges. Die ist cool, aber noch habe ich nichts dafür. Sündenreinigung für 2 Mana, zerstören Artefakte und eine Verzauberung deiner Wahl. Du hältst 3 Lebenspunkte dazu. Das ist eine Sideboard-Karte. Die kann ich, also wir haben ja alle Karten als Sideboard. Reiher Segen Geist 3-3 fliegend für 5 Mana und für 4 Mana schicke ihn aus dem Friedhof ins Exil, erzeuge 2-1-1 Geist Kreaturenspielsteine mit Flugfähigkeit, Aktivfähigkeit nur, falls er eine Verzauberung konnte, listen nur wie eine Hexerei. Den würde ich eigentlich schon mal mit reinnehmen, damit ich auch für 5 Mana nachher was habe. Und den kann ich auch in den Friedhof legen und ja, ne, hab dann, also kann ich abwerfen und kann im Friedhof dann noch was damit machen, nämlich entsprechend die beiden Geister. Aufgeschreckter Zeuge für 2 Mana 2-2. Wenn er oder eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbst, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Das finde ich sehr, sehr gut. Und transformiert ist er ja der kirchende Übeltäter. Da kann ich wirklich noch gucken, ob ich Schwarz noch irgendwie reinnehme. Aber ich nehme ihn mal rein. Erstmal ganz normal. Und dann gucken wir mal, wie wir damit klarkommen. Kann ja gleich noch ändern. Stärkende Präsenz hätten wir auch zweimal. Doppelklingengeist für 2 Mana 1-1 mit Doppelschlag. Den spielen wir auf jeden Fall. So, weil Erstschlag ist auch eine Macht. Sprengelwächter-Lehrling für 2 Mana 1-2 mit Training. Wenn er stirbt, legen wir seine Marken woanders drauf. Finde ich auch sehr gut. Mal da ein. Gütige Vorfahren, 2-3 Lebensverknüpfung mit Aufstören 1 und wenn dann wieder Lebensverknüpfung geben, finde ich auch sehr gut, weil einfach Lebensverknüpfung uns sehr stark hilft. Und wir brauchen ja auch kleine Kreaturen, um hier entsprechend unsere gastfreundliche Vampirin zu stärken, dass wir Karten ziehen können. So, aber wir gehen mal weiter. Also ich versuche deswegen auch sehr, sehr stark über die Kreaturen zu gehen und nicht unbedingt über Kreaturenverzauberung, sondern kann ich besser nachher aufstören aus dem Friedhof spielen oder sonst irgendwas. Und wir haben ja nur Platz für nur 24 Karten. Gucken wir mal weiter. Wanderlichtgeist, 2-3 fliegen, kann nur fliegende Kreaturen blocken, ist aber 2-3 fliegend, deswegen nehmen wir mal rein. Zerstreute Gedanken, schau die obersten 4 Karten in die Bibliothek an, nimm 2 davon noch dann, klingt das auf deinen Friedhof, mach nicht, zu passiv. Sturmjäger, Skiada, fliegend, 2-1, immer wenn das Ziel eines Zauberstufe ist, den du kontrollierst, zieh eine Karte, den nehmen wir auf jeden Fall rein. Elende Schar,
haben wir, nützt uns nichts. Archivscarb ausschlachten, wenn er eine Kreatur ausschlachtet, bringt er spontan eine Sexereikarte, dann war das dann Friedhof deine Hand zurück. Den nehmen wir auf jeden Fall mal rein, denn der kann uns gleich noch Karten wiederholen, die wir jetzt gleich reinnehmen unter Blau. Lanzenträger 3-3. Ist auf dem Boden, ist mir alles zu vage. Grausamer Zeuge fliegend 3-3. Immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, schau dir die oberste Karte in der Bibliothek an. Du kannst sie auf deinen Friedhof legen, ja. Der ist aber einfach für 4 Mana 3-3 fliegend auch schon. Deswegen kommt der definitiv ins Deck. Wiege der Sicherheit. Alles nur Auren hier. Verzaubert eine Kreatur, die du kontrollierst. Wenn die Wiege Sicherheit ins Spiel kommt, hält die verzauberte Kreatur Fluchsicherheit. Ja, das ist natürlich sehr, sehr schön. Die will ich eigentlich spielen, um meine gastfreundliche Vampirin zu beschützen. Die muss ich eigentlich auch spielen. Ne? Um einfach meine Top-Karte zu beschützen. Oder wenn ich irgendwas spreche nachher hier mit der Dorothea. Lunare Zurückweisung. Bringe eine Karte zurück auf die Hand ihres Besitzers, eine Werwolf-Karte oder entsprechend eine andere Karte. Da haben wir entsprechend auch einen Spontanzauber, den wir uns zurückholen können. Die kommt auf jeden Fall rein. Stahlpanzergeist. Für 3-3 Verteidiger, aber das war ja der nicht fliegt. Immer wenn ein Verzauber unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, kann der diesen Zug angreifen. Ist aber auch ein 3-3 Verteidiger. Das heißt, ich nehme den erstmal rein. Eventuell kann er auch angreifen. Mal gucken, wie viel Platz wir nachher noch haben. Furcht vor dem Tod, verzaubert eine Kreatur, das war mit minus x minus 0, ist nicht mein Style. Unterbinden wäre Countern, ja, kann ich auch mal reinnehmen, mal gucken. Alchemistische Rückholung, bringe eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, du kontrollierst auf die Hand des Besitzers zurück oder eine andere bleibende Karte, die kommt auf jeden Fall rein. Kann man das hier noch sehen, wie ich sie anlege? Ich lege sie mal hier, so, ein bisschen daneben. Leichenflicker-Assistent für 3 Mana 3-2 ausschlachten, wenn der eine Kreatur ausschlachtet, wenn der hält sich 1 an, ziehe dann eine Karte. Das ist natürlich auch wieder gut. So ist er für 3 Mana 3-2. Kann einfach ein bisschen was wegblocken. Hat aber auch wieder dieses, ich habe Hellsicht 1 und ziehe eine Karte. Will ich natürlich so kleine Sachen wegschlachten, ne? Das wären auch meine Kreaturen. Okay, dann nehmen wir ihn mal rein und dann zählen wir mal durch, wie viel Platz wir noch haben. Also wenn wir das andere erstmal alles weglassen hier, dann hätten wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Kreaturen, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da haben wir noch viel Platz. Jetzt stellt sich die Frage, ob wir noch Schwarz reinnehmen. Oder das Puppenhaus der Schrecken natürlich. Aber Puppenhaus der Schrecken für 5 Mana finde ich jetzt nicht so spannend, weil wir ja sowieso viel aus dem Friedhof wiederholen. Aber unter Schwarz, ob da noch irgendwas Spannendes ist, denn ich könnte natürlich irgendwie gucken, ob ich Schwarz rein splashe. Was sagt die Karte auf der Rückseite denn nochmal? Das war das rachsüchtige Opfer, ne? Ne, das war sie nicht. Wer war's? Oder habe ich sie jetzt gar nicht drin? Doch, hier. Da. Aufgeschreckter Zeuge. Immer wenn aufgeschreckt, also zu Beginn ist jedenfalls 300 mehr Lebenspunkte dazu, halt das so. Immer wenn der kichernde Übeltäter oder eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Das ist gut. Und für ein schwarzes und eins, der kichernde Übeltäter hält Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Ach, nur er. Okay, da können wir auch drauf verzichten. Immer wenn der aufgeschreckte Zeuge oder eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Und so sind wir dafür. Ich glaube, wir machen das dann doch so, dass ich. Um da konstant zu bleiben. Denn wir haben hier natürlich auch Kosten von 2 blauen Mana und ich will auch einfach schnell sein. Ich möchte lieber stabil spielen. Ich glaube, wir nehmen doch die stärkende Präsenz rein, weil wir auch noch hier mal Trigger haben. Ne? Immer wenn der aufgestreckte Zeuge oder eine andere Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, sie also einen Lebenspunkt dazu. Hier habe ich nochmal verzaubere eine Kreatur. Wenn die verzauberte Kreatur hat, immer wenn eine Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, die hält diese Kreatur +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Das passiert also bei uns andauernd. Wenn die stärkende Präsenz ins Spiel kommt, erzeugt man 1-1 Geistkreaturen-Spielstand mit Flugfähigkeit. Auch wieder ein kleiner Flieger oder auch ein kleiner Blocker. Nehme ich einfach mal mit rein. Ich bleibe in den Farben und guck mal, ob ich mich da so ein bisschen durchhackeln kann. Dann ist es auch ein bisschen runder. So, aber dann kann ich auch den unheilvollen Offiziant spielen mit 1-2 Wachsamkeit. Denn den kann ich mir nachher hochzüchten. Der ist also fürs Late Game auch nicht schlecht. Kleinen Weißen noch mit dabei. So. Okay, dann mal wieder zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.
4, 8, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eine Karte kann ich noch reinnehmen, weil alles sehr, sehr günstig ist bei mir. Jetzt könnte ich natürlich die Sündenreinigung direkt ins Main Deck spielen. Zerstöre ein Artefakt oder eine Verzauberung. Du hältst 3 Lebenspunkte dazu. Würde mit den aufgesteckten Zeugen transformieren. Finde ich generell ganz gut. Oder ich sage aber doch, glaube ich, wegen den ganzen Werwölfen. Für 5 Mana die Hexenhochtäuscherin. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Ich kann einfach die stärkste Kreatur des Gegners wegtappen. Gefällt mir zwar nicht so toll. Oder hier für 5 Mana. Nee, wir bleiben günstig. Ich nehme die Rockskull-Infanterie rein. Wir bleiben also vom Mana hier wirklich sehr günstig. Wir wollen schnell sein. Wir wollen über Dorothea schnell Karten ziehen, wenn sie dann irgendwie kommt. Oder einfach Karten verzaubern. 2 Mana, 2 aufstören für 4 Mana. Die verzauberte Kreatur plus 2, plus 2. Da kann ich entsprechend auch mit meinen 1-1er kleinen Fliegern, ich hoffe einfach über die Luft zu kommen. Ich hoffe einfach am Boden irgendwas ein bisschen wegblocken zu können und irgendwie immer über die Luft zu kommen, damit ich da dran über diese Lücke den Schaden machen kann. Deswegen nehme ich die Droxkohl-Bewaffnung mit rein. Und dann sehen wir ja, von der Mana-Kurve bin ich halt wirklich sehr, sehr günstig. Ne? Ich bin hier bei 1 Mana, der Hauptbuddy ist 2 Mana, 3 Mana. Ich habe 2 Karten, die kosten 4 Mana. Ansonsten bin ich hier mega günstig. Das heißt, wenn ich es schaffe, Karten zu ziehen, dann werde ich schnell. Ich hoffe nur, es klappt. Das werden wir dann ja sehen, weil wenn Julian 6 Rares zieht, dann wird es schwer. Ich habe nicht so viele Removal. Ne? Hier ein bisschen tappen, wäre mir zu langsam. 5 Mana. Ich kann es ja noch boarden. Genau wie die Sündenreinigung kann ich auch noch boarden. Also hier hätte ich nochmal 2 Sideboard-Karten, genau wie nochmal ein Counterspell kann ich noch reinnehmen. Ja, aber ansonsten spiele ich es einfach erstmal so. Ja, und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es denn läuft. Auf jeden Fall freue ich mich. Bin auch sehr gespannt, was die anderen sich so bauen. Und das Coole ist ja, dass man dann zum ersten Mal die Effekte auch spürt. Ja, also jetzt zum Beispiel hier das Aufstören zum Beispiel oder Training habe ich jetzt ja hier drin. Wie verhält sich das im Spiel? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr könnt es live miterleben. Wie gesagt, am Sonntag ab 14 Uhr wird hier Attacke gegeben. Aber die Duelle gehen natürlich auch später noch im YouTube-Upload hoch. Dann kommen die Duelle, könnt ihr euch dann also auch später nochmal anschauen, wenn ihr live nicht die Zeit findet. Ja, und wie gesagt, Jenna wird sich auch noch ihr Deck bauen und wir unboxen uns natürlich noch durch alle weiteren Artikel zu Innistrad Blutroter Bund. Ich freue mich mega. Ich freue mich auch für euch. Ich hoffe, dass euch die Artikel zeitnah erreichen. Vielleicht spielt ihr ja auch schon Pre-Release at Home so gesehen, habt die Sachen bei uns bestellt, dass ihr das früh bekommt. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Zeit mit Magic the Gathering und ganz speziell natürlich mit Innistrad Blutroter Bund. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, schreibt einen Kommentar, ob ihr anders gebaut hättet wie ich. Gebt dem Kanal gerne ein Abo und schaut gerne, wie gesagt, in die anderen Videos rein, denn es kommen noch ganz viele Unboxings und es sind noch spannende Unboxings da gewesen. Immer mit Verlosung. Also da gibt es viel zu entdecken. So, jetzt bin ich aber raus und wünsche euch alles Gute. Bis dann. Tschüss.